Zephyr und das 4x-Runden-Strategiespiel von Proxy Studios. Wir zeigen euch weiterhin live auf Twitch, bin ich unterwegs, eine Demo. Aber eine Version, die die Entwickler mir gegeben haben. So ähnlich wie die Demo, die ihr selber auch spielen könnt. Spielerschein 2024. Wann genau, weiß man noch nicht. Ist bildhübsch anzusehen, mörderisch und echt spannend, finde ich. Weil die KI ist so relativ clever hier vorne. Und jetzt kommen wir in eine neue Phase der Partie rein. Da haben mich unsere Einheiten komplett von Nordwest nach Südost bewegt, haben wieder zwei von den Deformierten, mit denen wir wieder Beute machen können. Wollen uns hier ein bisschen durchschnetzeln durch die Reihen unserer Feinde. Alle Einheiten, die biologisch sind, die und die, können wir mit Deformierten in andere Deformierte umwandeln. Das Nest hier sollten wir eigentlich auch mal versuchen zu killen, sonst haben wir hier dauerhaft ein Problem hier unten. Und die Einheiten hier unten dagegen, das sind, glaube ich, mechanische Einheiten. Ne? Das heißt, die können wir auch nicht umdrehen. Roboter-Einheiten, die können wir erstmal ignorieren. Allerdings ist hier überall Beute versteckt, die sollten wir uns auch mal holen. Mal schauen, wie wir das auflösen. Und wir wollen natürlich noch mehr Kartenkenntnis haben. Vielleicht sind hier noch Orte, die wir schön besiedeln könnten. Mal gucken. Ja? Mit denen hier vorne ziehen wir da oben hin. Wir wollen ja gleich helfen. Dann hier oben rauf. Eventuell können wir dann von oben in die Klippe reingehen. Und dann hatten wir hier hinten noch eine Einheit drin. Da können wir jetzt auch mit rausziehen. Und nachher weiter. Und dann haben wir hier hinten die noch. Die waren auch die ganze Zeit dabei. Hat 18 Trefferpunkte. Eine Runde aussetzen, dann ist die Einheit wieder fit. 14 hier vorne. Wir könnten schon mal daneben ziehen. Aber die sind hier vorne. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich links rumlaufen, um die anzugreifen. Einmal hier hinten hin. Und mit dem Kollegen hier vorne kann man mit der Kollegin keine Aktion machen, mit der Heldin, die hat ja gerade schon gezaubert und hat mit ihren magischen Fähigkeiten eine Deformierte erzeugt hier. Eine Runde weiter, beziehungsweise hier vorne. Ja, hallo Vicky, das Spiel sieht nicht nur aus wie Gladius Relics of War, das ist auch von deren Machern. Allerdings eine Fortentwicklung, grafisch vom Gameplay her, auch von der vom Genre her, mittlerweile nicht nur ein 4X-Spiel, sondern auch mit starken Rollenspielelementen. Und hier vorne warten wir darauf, dass der Construction Yard fertig wird und sammeln so lange noch ein paar Ressourcen und hier ebenfalls. Eine Runde weiter. Okay. So, jetzt mal versuchen, die umzudrehen zu weiteren Deformierten. Das könnte möglich sein. Da ist eine Abklus-Einheit. Wenn man so ein wir kommen hier oben nicht hin. Wir sehen die Höhenlinien aus. Ist hier eine Klippe. Hier kommen wir nicht durch. Wir können nur drumherum ziehen. Und die Ruinen, die bremsen uns massiv aus. Das sind die Klippenlinien hier. Wir könnten unten langlaufen. Aber bis wir unten angekommen sind, wir verlieren zwei Trefferpunkte pro Runde. Trotzdem so rum hier rauflaufen, wäre wahrscheinlich klüger, als sich durch die Ruinen durchzufräsen hier, ne? Was denn das hier? Ach, das ist einer von den roten. Das sind die mechanischen. Einmal hier rein. Ja, was aufdecken. Überall Ruinenlandschaften hier. Das ist das Einzige, wo man merkt bei der Landschaftsgestaltung, dass hier die Ruinen sehen ja relativ harmlos aus. Also die sind jetzt nicht so sensationell überwältigend gestaltet wie Fauna und Flora. Aber schon besser als bei den früheren, wie bei den früheren Spielen von denen. Wir ziehen mit der hier vorne rein.
werden nicht angegriffen. Das ist sehr positiv. Mit der Heldin könnten wir zwei Geländefelder weit feuern. Dann würden die allerdings entfesselt werden und vom Angriff her ist das relativ na, es geht. Das könnten wir mal einmal nur von rechts angreifen. Oder wenn man das alles in der nächsten Runde erst. Die scheinen... Naja, die reagieren nicht. Machen wir alles nächste Runde und dann mit mehreren auf einmal. Oder wir nutzen die Feuerfähigkeiten und wenn die einen angreifen. Die selber sind Fernkämpfer. Ah, die sind gut bewaffnet. Die haben sowohl Fernkampf als auch Nahkampf. Dann ist die gleich Geschichte. Das machen wir nicht. Das ist unsinnig. Wir ziehen mit denen hier unten schon mal oben rein. Und ziehen neben eine neue Fraktion, die wir kennengelernt haben. Chieftess. Ah, okay. Hallo, totes Fleisch. Gott, was für ein Slang. Ja, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Wir versuchen mal, also Frieden weiß ich nicht. Wir können auch mal einmal Leute angreifen. Die sind hier direkt neben uns. Warum nicht? Also wir wollen auch einmal irgendwas erleben hier. Und das sind die Nachbarn direkt neben uns. Mit anderen Worten, die versperren uns den Weg. Vielleicht hilft das ja. Und deren Einheiten, die die haben, das sind vor allem auch humane Einheiten. Die können wir umdrehen in unseresgleichen, wenn wir mit ihnen hier angreifen. Das wäre insofern eine Option. Und dann hier vormarschieren und gucken, ob wir die ja irgendwie was aufmischen können. Wir haben hier eine große Bande. Komm, wir machen das. Wir denken mal offensiv. Und vorher wollen wir uns hier noch ein bisschen das hier kaputt machen, weil das bremst hier immer wieder unsere Stadt aus. Das Nest ausheben, hier ein paar Truppen rumrekrutieren. Mit denen können wir einmal den Fernkampf hier drauf machen. Die ziehen dann ziehen wir Trefferpunkte, Abzug. Krasser Angriff. Okay. Dann ziehen wir neben die. Ach, das war diese Runde. Ich dachte, wir hätten schon einen Rundenwechsel gehabt. Alles klar. Ah, und die können nur aus einem Feld Entfernung feuern. Deshalb konnten die gerade nicht zurückschlagen. Okay, das haben wir clever gemacht. Hier machen wir gar nichts. Einmal skippen. Die hat doch schon. Einmal einer teilen können wir machen. Das lohnt sich allerdings nicht wirklich. Einmal skippen. Mit denen ziehen wir oben lang. Was denn das hier? Das könnte man versuchen einzunehmen. Oh Gott. Ah, das ist ein Dream Eater. Das ist so ein Moraltöter. Aber wir haben den nicht aktiviert. Nächste Runde machen wir hier eine Aktion. Nächste Runde machen wir hier eine Aktion. Und eins weiter, bitte. Hürdenlinie nochmal weg. Also jetzt kommt etwas Dramatik wieder rein. Wie ähnlich sich die Spiele sind. Also vom Grundgerüst her ähnlich. Voodog. Aber ein Reskin ist das nicht. Also wenn man hinguckt, zum einen ist das grafisch nochmal ein Level Up. Dann haben wir viele, viele Rollenspielelemente auch drin. Ganz anders noch als vorher. Da war das mehr so ein klassisches 4X-Spiel. Ja. Wir können hier Quests erfüllen und andere Sachen machen. Und jetzt greifen wir hier an. Die ignorieren wir erstmal. Da ist hier. Das sind Reaver-Einheiten. Genau, und die töten wir jetzt, damit wir neue Einheiten generieren. Und wir greifen einmal mit hier hinten an. Hier drauf. Die können sich nicht zur Wehr setzen, werden einmal geschwächt. Weil die können nur aus Null in Nahkampf und aus einem Feld Entfernung kämpfen. Mit Macheten und mit Pistolen, aber haben nicht Fernkampfwaffen wie die Heldeneinheit. Trupp ist reduziert. Von 6 Leuten im Trupp sind nur 3 da. Jetzt haben wir die, damit können wir die fast töten. Einmal hier. 9 Bewegungs... Ach, nur 9 Trefferpunkte. Dann können wir die schon fast opfern hierfür.
Wenn die nochmal sterben? Wenn nicht sterben, dann ziehen wir ein Feld hier hin. Die erstmal den Angriff von hier drauf. Schwächen die massiv. Und jetzt mal den entscheidenden Angriff mit denen drauf. Und damit sterben die. Und wir haben eine zweite Einheit, die entsteht. Sollte klappen. Eine dritte Einheit, die entsteht. Aber die verlieren, wie gesagt, diese Deformierten automatisch immer zwei Treuerpunkte pro Runde. Dann entsteht die nächste Einheit. Die greift, ja. Oh, Flächenangriff. Krasser Scheiß. War das ein Flächenangriff? Abilities, Fähigkeiten, Aktionen. Einmal pro Runde. Ein Feld Umgebung, 50% Genauigkeit. Nee, das ist nur das. Ich glaube, das sah nur spektakulär aus. Die hat diese Runde angegriffen. Jetzt können wir mit den anderen... Ich will ihr noch eine Einheit davon erzeugen. Die können sich aber nicht bewegen. Die könnte angreifen, wird die minimal schwächen. Was sollen wir machen, Leute? Sollen wir erst das Nest ausheben oder sollen wir erst die Leute hier vorne angreifen? Die sorgen dafür, dass regelmäßig... Nee, die erzeugen keine Deformierten. Die erzeugen alle X-Runden. Einer dieses Typs, oder? Wie war das nochmal? Bewachen ihr Nest und alle X-Runden erzeugen die eine, oder? Nest ausheben. Echt? Das ist eine schwere Aktion. Das wird ein Weilchen dauern hier. Komm, wir machen das. Wir kämpfen uns ran. Und er muss einmal heilen. Einmal hier reinziehen. Einmal Beute machen. 20 Chips, na toll. Die können wir schon mal verkaufen. Die brauchen wir für nix. Oder brauchen wir für die für den einen Helden? Den zweiten, den wir freigeschaltet haben. Brauchen wir für den ausnahmsweise Chips? Für den Commander? Keine. Kosten? Produktion, Nahrung, Mineralien, Einfluss und sonst nichts. Wisst ihr, was wir bauen jetzt den zweiten Helden hier? Können wir uns jetzt leisten. Für den Angriff auf die Kollegen hier rechts. Einen Held bauen. Und dann... Welche Sachen bauen wir jetzt hier dazu? Loyalität minus 4% mittlerweile. Was brauchen wir? Was gab es hier nochmal so cool in der Stadt? Chips? Können wir hier, Alge können wir hier bauen. Weitere auf Vorrat. Dafür ist die Stadt spezialisiert. Ein Alge-Gebäude. Wir haben zwei Construction Yards. Wir bauen noch ein Alge-Gebäude drauf. Das war das hier, ne? Ja? Oder sollen wir erstmal anfangen und uns um die Loyalität kümmern? Wir müssen nur ein Holotheater reinhauen in die Stadt. Das geht relativ schnell. Dann sind alle Loyalitätsprobleme hier Geschichte. Dann haben wir von allem wieder volle Ressourcen. Und ob das Holotheater hinkommt, ist eigentlich egal. Das können wir problemlos hier einsetzen. Einmal Holotheater in drei Runden fertig. Hier vorne. Packen wir das auch hier schon mal in die Bauschlange rein. Hier sind die Loyalitätsverluste noch krasser. Und dann weiter. So. Und jetzt greifen wir. Mit denen wollten wir Dinge aufdecken. Das können wir einnehmen. Hier können wir einmalig was sammeln. Einmal einnehmen. 10 Einflusspunkte. Spontan dazu bekommen. Einmal durch eine Forschung. Das Nest wollen wir ausheben. Zehn Trefferpunkte. Angreifen können wir keinen. 9 Trefferpunkte. Das ist viel zu schwach.
einmal Fernkampf von hier hinten drauf. Kann man das noch machen? Nee, wir sind zu weit weg und bewegen geht auch nicht. Heilen können wir bei Einheiten. Die haben 14 Trefferpunkte. Die Deformierten können wir nicht heilen. Mit denen geht's. Oh Gott, ist das hier eng. Wir müssen die einmal einkesseln. Wir schwächen die mal mit den Deformierten. Ein Feld drauf. Ach, der hat auch schon gekämpft. Der kann sich auch nicht mehr bewegen. Von denen kann sich niemand mehr bewegen. Die versperren alle den Weg hier. Der Schaden ist so minimal. Und wir verlieren 3 Einheiten. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir setzen mal eine Runde aus hier. Mit denen können wir immerhin vorziehen. Jetzt sind wir dran. Das ist schon deutlicher Schaden. Okay, und jetzt können wir einmal hier angreifen. Wir sind nur 4 von 5 noch im Trupp. Ach, der hatte schon angegriffen. Okay, geht nicht nochmal. Mit denen kommen wir leider nicht bis vorne hin. Wir könnten ein Stück uns vorziehen. Ein Feld vor, damit wir dann schneller sind. Und hier produzieren wir den Helden, ne? Haben wir alles eingestellt. Alles klar, eine Runde weiter. Sollen wir bei der Forschung einen Sprung machen? Das lohnt sich kaum. Eine Runde weiter. Wir haben mittlerweile so viele Ressourcen, es lohnt sich noch eine Einheit zu bauen. Eine schnelle. Wisst ihr, für den Angriff haben wir für einen Angriff auf Städte. Weil die Headquarter zu killen, das ist krass. Die haben unglaublich viele Trefferpunkte. Das immobile Headquarter in der Mitte. Wo steht, wie viele Trefferpunkte das hat als Einheit? Hier, 86 Lebenspunkte. 6 Rüstung. Wir bräuchten einen Rüstungsknacker. Ich glaube, wir können auch gar keine Rüstungsknacker-Einheiten erforschen. Wir müssen erstmal Rüstungsknacker-Einheiten erforschen. Wie wir die überhaupt bauen können. Ich glaube, wir haben noch gar keine. Oh, guck, sind da von rechts viele Einheiten, die rausziehen. Habt ihr gesehen? Aber sie greifen uns nicht an. Jetzt haben wir 2 angegriffen, erstmals. Wir sind ja auch im Krieg vor mal. Okay, dann greifen wir die ab jetzt auch an. Das sind mechanische Einheiten. Die Reavers und die Busters ebenfalls. Reavers haben kaum Rüstung, die viele. Erzeugen uns die nächste Einheit hier. Das Nest hat Zeit. Zuerst die wegmachen, dann zum Nest rüber. Und hier vorne eine Busters-Einheit mit nur 8 Trefferpunkten, die kriegen wir klein. Die kriegen wir klein. Das sind sehr starke Deformierte. Einmal Angriff hier drauf. Sehr schön. 4 Lebenspunkte nur noch. Und das sind 7er. Und die können die nicht killen. Müssen die einmal noch schwächen. Wir ziehen mit denen hier vorne hin. Das könnte unsere Heldin machen. Nein, sie kann einen Whisperer erzeugen. Das macht sie jetzt mit 15 Alge direkt daneben, bitte. Zack, da ist er. Und der killt die jetzt hier. Und es entsteht sofort eine neue Einheit. Schaut mal. Kann sich allerdings diese Runde nicht bewegen, ist aber da.
Und damit können wir jetzt richtig Druck ausüben. Jetzt lassen Sie mal schauen, ob wir den noch gekillt bekommen, um noch einen zu erzeugen. Den hier vorne. Der vorne ist entfesselt, aber nur für eine Runde. Der könnte den angreifen von hier. Reicht zum Töten nicht aus. Wir müssten den von hinten umzingeln und angreifen. So geht das. Das können wir machen. Mit dem ziehen wir. Wir könnten hier sogar reinziehen. Aber dann können wir nicht mal angreifen. Wir ziehen mit dem Kollegen. Der kann das auch. Einmal hier rein. Einmal angreifen. Schwer verwunden. Der hier vorne hat noch Trefferpunkte, der deformierte. Mit dem ziehen wir eins hierhin. Durch das durch, aber wir besetzen es nicht dabei. Ach, wir bleiben oben kleben. Scheibenkleister. Wir bleiben oben kleben. Ach, wie doof. Da habe ich mal wieder, habe ich zu offensiv gedacht. Der hat schon gekämpft. Der schafft es alleine nicht. Ach, Scheibenkleister. Da hätte ich ganz auf Nummer sicher gehen sollen. Da können wir gar nichts mehr machen. Das reicht nicht aus. Wir können aber einmal schwächen. Er hatte eh nicht mehr so viele Trefferpunkte hier. Der eine deformierte. Drei Aktionspunkte. Ist der entfesselt? Aber nur noch für eine Runde. Den ignorieren wir mal und ziehen mal weg. Und machen mal ein bisschen Geländeerkundung. Das war besetzt. Einmal Beute machen, bitte. Fast 20 Energie bekommen. Die Stadt hier vorne baut weiter. Kleiner Energieverlust. Im Augenblick Runde für Runde. Und wir haben einen Bürger weniger, als wir Jobs haben. Das heißt, das Solo-Theater zu bauen, ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Wir machen das wieder weg, weil das kann gar nicht bewirtschaftet werden. Wir brauchen erstmal ein weiterer, na, wie heißt es nochmal, ein Habitation-Dingenskörchen hier. So ein Block. Und das ist das einzige Geländefeld, wo man überhaupt noch ein Gebäude setzen kann. Das ist ein Must-Have, sonst fehlen die Leute dafür. Das hat Vorrang hier. Eine Runde weiter. Okay. Die greifen uns massiv an hier. Aber es sind sehr viele biologische Einheiten und die können dann, wenn wir die töten, umwandeln in neue, abnorme Gestalten und Kreaturen. Boah, der läuft aus seinem Nest raus sogar. Der ist aus dem Nest rausgelaufen, jetzt können wir in das Nest reinziehen und das zerstören. Oder einnehmen, zerstören, ne? Forschung abgeschlossen. Jetzt können wir Dream Eater erzeugen, wenn wir das Projekt hätten. Das haben wir noch nicht eingestellt, ne? Doch hier, 80 Einfluss und wir können unseren eigenen Dream Eater erzeugen. Der bei anderen die Moral runter. Zieht, das ist allerdings vor allem cool, wenn man gegen extrem starke Einheiten kämpft, die man anderweitig nicht in den Griff bekommt. Hier, den zum Beispiel. Moralwert 8. Dafür brauchen wir 80 Einfluss und könnten irgendwo auf der Karte einen Dream Eater erzeugen, der den, das soll man versuchen hier reinzuziehen. Sollen wir mal gucken, ob wir in einem Rutsch hier reinkommen. Bleibt hier kleben. Der kann er nicht durchziehen, von wegen Kontrollzone. Oder? Klappt nicht. Der bleibt in dessen Kontrollzone stehen. Wenn wir die Einheit weg hätten, dann ginge das. Wir haben massiv Einheiten auch gerade verloren. Wir müssen erstmal neue Einheiten. Ach, wie schade. Ich würde jetzt zu gerne hier reinlaufen und alles wäre gut. Vielleicht kriegen wir den außerhalb des Nestes einfacher gekillt auch nicht.
Und zaubern könnten wir auch keine Einheit, sonst hätten wir eine von oben hier reinzaubern können. Ah, wie doof ist das denn jetzt? Und wir haben noch einen deformierten mit 18 Trefferpunkten, einen mit 22, einen mit nur noch 6 und sie selber. Wir müssen hier erstmal welche erzeugen. Der hat 13 nur, der hat nur 10. Beide haben kaum Rüstung. Schwache Einheiten beim Feind rauspicken und umwandeln in eigene Deformierte. So machen wir das, ne? Und der ist nicht mehr entfesselt. Wenn wir den in Ruhe lassen, ist alles gut. Vielleicht können wir Beschüsse auslösen mit der schwachen, deformierten Einheit, wenn wir hier hinziehen. Overwatch? Keiner? Okay, einmal Schwächen nachher. Den ziehen wir hier oben rein. Ja. Mit ihr können wir einen heilen. Allerdings, wir können nicht die Deformierten heilen. Wir könnten nur den hier heilen. Der hat nur eine 8. Das wäre eigentlich gar nicht so doof. Hat sie eine Heilfähigkeit im Offen? Ja, sie hat sogar beide Heilfähigkeiten offen. Könnte 12 in Summe der Einheit hier unten hinzufügen. Das ist eigentlich eine coole Idee. Und diese Heilsachen geht aus einem Feld Entfernung. Wir ziehen einmal mit ihm hier hin. Wir ziehen mit ihr hier vorne hin. Einmal heilen bitte. 14 Punkte sind da. Ein zweites Mal heilen. Jetzt kann sie, sogar weil das freie Aktionen sind, nur einmal feuern. Kann sie nicht von da. Ach, sie hat keine Sicht von hier. Ach, die Waffen haben nur eine Reichweite. Zwei Reichweite. Das muss irgendwie mit den Höhenunterschieden zusammenhängen, ne? Nein, das hängt mit den Ruinen zusammen. Ruinen reduzieren die Sichtbarkeit. Deshalb geht das nicht. Einmal Schwächen hier. Und jetzt können wir eventuell hier eine zweite Einheit erzeugen. Es reicht knapp nicht aus. Ganz knapp reicht es hier nicht aus. Nein. Aber hier oben können wir einen erzeugen. Einmal hier angreifen. Ja, es ist Häuserkampf hier, in der Tat. Einmal hier vorne rein. Jetzt haben wir... Reicht der hier aus? Auch nicht, ganz knapp. Aber der kann den schwächen, der Strupp ist stärker und der kann sich dann hier opfern und hier einen neuen erzeugen. Die jetzt haben wir einen. Achtung. Das klappt nicht, aber das klappt. Ein Deformierter entsteht. Da ist er. Spawnt und jetzt können wir weiterkämpfen. Sie kann mit einer Schussreichweite nichts machen. Der rennt gleich zurück. Der könnte noch einmal angreifen. Hat noch eine Aktion als einer, die gerade gespawnt ist. Könntet ihn ja ganz stark schwächen schon mal. Verliert jede Runde 2 Trefferpunkte. Machen wir auf jeden Fall. Hey, klappt nicht. Der ist doch gerade entstanden. Ich dachte, der könnte derselben, konnte dich immer in derselben Runde angreifen. Geht anscheinend nicht, okay. Die kann gerade nichts machen. Einmal skippen, bitte. Mit ihm hatten wir hier Beute gemacht und können nach oben raufziehen. Schauen, was wir hier entdecken. Nächste Forschung und dann hier weiterkämpfen.